Mitte Dezember letzten Jahres. Mohamed Remo wird kurz nach seiner Festnahme dem Haftrichter vorgeführt. Jetzt steht seinem Zwillingsbruder, dem 22-jährigen Abdul-Majid, das Gleiche bevor. Er konnte mehrfach entkommen. Gestern Abend wurde er dann aber ausgerechnet in seinem Heimatbezirk Berlin-Neukölln geschnappt. Für die Ermittler ein Erfolg. So eine Festnahme passiert nicht von jetzt auf gleich. Da waren viele Kolleginnen und Kollegen auch beteiligt. Es gab zum Glück auch zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung. Und entscheidend ist nicht die Dauer, bis ein Tatverdächtiger festgenommen wird, sondern dass er dann vor Gericht, wenn er dann die Straftat auch begangen hat, dann auch einer Strafe zugeführt wird. Den Zwillingsbrüdern und drei Komplizen wird vorgeworfen, im November 2019 Schmuckstücke von unschätzbarem Wert aus dem Dresdner Museum Grünes Gewölbe gestohlen zu haben. Nicht die erste filmreife Aktion, die auf das Konto des Remo-Clans geht. Im März 2017 war in einer Nacht- und Nebelaktion eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum gestohlen worden. Die Ermittler rechnen im Falle des Dresdner Raubs mit mehrjährigen Haftstrafen. Ich denke schon, dass die Staatsanwaltschaft Dresden hier eine Menge in der Hand hat, sonst würde man auch nicht so groß was auffahren. Und wir müssen schon auch festhalten, die Person, die da gestern festgenommen wurde, war einer der international am meistgesuchtesten Straftäter bzw. Tatverdächtigen. Mit Abdul-Majid Remo sind zwar alle fünf Hauptverdächtigen festgenommen, von ihrer Beute fehlt aber auch weiterhin jede Spur.